Vor 3 Monaten fanden Nomaden sie sterbend in Nordsibirien. Walker, Kate Walker, geboren in New York, in den USA. Sie hatte einen amerikanischen Pass bei sich. Sie ist letzte Woche in der Klinik aufgetaucht. Sie erholt sich jetzt. Es geht ihr gut. Sind Sie sicher, Olga Yefimova? Sie müssen sie dort festhalten, bis wir da sind. Ich tue, was nötig ist. Verlassen Sie sich auf mich, Oberst. Mein Kopf. Hallo, Kate Walker. Oh, hallo und ein herzliches Willkommen zu, jetzt kann ich es endlich sagen, Siberia 3, meinem du dritten Siberia sagst ja gar nichts. Let's Play. Und ich spiele dieses Let's Play jetzt, also dieses Spiel jetzt zum ersten Mal und bin jetzt gerade etwas verwirrt. Du kannst mit mir reden, Kate Walker. Von mir hast du nichts zu befürchten. Aha. Okay, wenn du so schon mit besprichst, wer bist du? Wer bist du? Mein Name ist Kirk, Kate Walker. Kirk vom Stamm der Yukol. Erinnerst du dich an die Yukol? Ja, wir erinnern uns an die. Wo sind wir? Ich erinnere mich nur bruchstückhaft. Da war ein schrecklicher Blizzard mit Eis und Schnee. Und dann nichts mehr. Wir sind in der Klinik von Dr. Samyatin, in der Stadt Valsembor. Wie bin ich hierher gekommen? Wir Yukol ziehen mit unseren Schneestraußen zu den Heiligen Landen. Es ist eine lange Reise und eine sehr bedeutsame Reise. Vor 1 Monat fanden wir dich dort oben im Norden sterbend am Ufer eines Flusses. Wir nahmen dich auf und unsere Schamanin kümmerte sich um dich. Danach setzten wir unsere Reise fort. Und heute sind wir beide hier, um endgültig zu genesen. Du hast ein Bein verloren. Es war ein Unfall. Manche Leute halten eben nicht viel von Nomaden wie uns. Aber mach dir keine Sorgen um mich. Dr. Samyatin hat einen Handwerksmeister in Valsembor gebeten, mir ein neues Bein zu machen. Und sobald es fertig ist, passt er es mir an. Das wird wieder wie neu. Warum bist du an diesem Bett festgebunden? Das hat Madame Olga, Dr. Samyatins Assistentin, so bestimmt. Sie sagt, ich bin zu ruhelos und nur auf diese Art ist sichergestellt, dass ich wieder gesund werde. Anscheinend dauert es sehr lange, mein künstliches Bein anzufertigen. Und in der Zwischenzeit ist mein Volk führerlos. Sie warten mit der Herde auf mich, damit wir unsere Reise fortsetzen können. Okay. Kirk, das Straußenzug, dein Bein. Hä? Okay, jetzt kann ich aber nur eins davon aus... Wenn ich fragen darf... Dein Bein. Wie genau ist das passiert? Soldaten haben die Route bombardiert, auf der sich unsere Karawane bewegte. Völlig grundlos. Nur um uns zu erschrecken und uns zur Umkehr zu zwingen. Ich war etwas zu nahe an der Explosion. Ein Felsstück. Das war's. Du meinst, die Regierung hat das mit Absicht gemacht? Aber warum? Sie denken, dass der Zug der Schneestraußen nicht in die heutige Welt passt. Und dass mein Stamm ein für alle Mal sesshaft werden sollte. Aber das werden wir nie tun, Kate Walker. Das würde bedeuten, die Geister zu missachten. Und die Yukol fürchten die Geister weit mehr als die Soldaten. Okay. Warum unternehmen die Yukol diese Reise? Mein Volk lebt in Symbiose mit den großen Schneestraußen, Kate Walker. Ihre Wolle schützt uns vor der Kälte, ihre Ausscheidungen düngen unsere Felder und ihr Fleisch ernährt uns. Sie sind auch unsere Reit- und Lasttiere. Also müssen wir ihnen überall hin folgen. Sie ziehen wegen des Wetters weiter? Nein, Kate Walker. Sie begeben sich zur Fortpflanzung in die Heiligen Lande. Dieses Ereignis findet nur ein paar Mal in einem Jahrhundert statt.
Nur wenige Yukol können sich rühmen, in ihrem Leben mehr als drei dieser Züge mitgemacht zu haben. Aha. Die Yukol, die ich kenne, sprechen meine Sprache nicht so gut wie du. Ich bin beeindruckt. Manchmal kamen Missionare und Händler durch unser Dorf. Sie haben mich unterrichtet. Ich lerne sehr schnell, Kate Walker. Das ist wichtig, wenn ich mein Volk führen soll. Ich will nicht unhöflich sein, Kirk, aber bist du nicht etwas jung dafür? Die Geister achten nicht auf das Alter, wenn sie einen Häuptling für die Yukol auswählen. Und die Geister sind sehr weise. Sie machen keine Fehler, wenn sie denjenigen erwählen, der unser Volk auf die heilige Reise führen soll. Also, Kirk, ich freue mich sehr, dich kennengelernt zu haben. Ich denke, jetzt muss ich dem Personal Bescheid geben, dass ich wach bin. Ich fühle mich gut und habe nicht vor, noch länger hier zu bleiben. Natürlich, Kate Walker. Ich bin sicher, es ist jemand im Hof. Vielleicht sogar Madame Olga. Okay. Na gut, jetzt, was ist hier? Achso, da können wir dann wieder sprechen. Jetzt möchte ich aber vorher hier mal gucken, kann ich hier irgendwas untersuchen? Ne, warte mal, das ist wieder bei ihm, gell? Aha, das ist jetzt so aufgebaut. Da kann ich aber nichts machen, gell? Okay. So, dann gehen wir mal hier hin. Ah, warte. Da war noch was. So, können wir hier irgendwas... Nee. Okay, warte. Können wir hier lang? Nee, da können wir nicht lang. Okay, also die Grafik, die hat sich doch ein bisschen verbessert. Da mache ich gerade irgendwas falsch. Hä? Wie komme ich denn hier weg? Ah, was ist das? Zurück. Was macht denn die Eule da? Das ist eine gute Frage, gell? Das Lager von Kirks Stamm, schätze ich. Ja, was sehen wir noch dahinten? Das muss Valsembor sein, die Stadt, von der mir Kirk erzählt hat. Okay. Passt. Also mehr können wir da jetzt momentan nicht erkunden. Und hier können wir aber auch nicht lang. Können wir hier nochmal reingehen? Können wir hier nochmal mit ihm reden? Du solltest in den Hof gehen, Kate Walker. Diese Tür führt direkt dorthin. Aha, okay. Ich sollte in den Hof gehen. Ja, was ich nicht sollte, ha? Huh? Aber ich komme hier nicht durch. Entnehmen kann ich das auch nicht. Wie komme ich denn da runter? So, wir haben hier die Eule. Wir haben hier das hier beobachtet und das hier. Und ansonsten ist hier aber nichts zu beobachten. Ach du Kacke. Ja, das fängt ja schon mal gut an, dieses Let's Play. Ah, scheiße. Was haben wir denn da? Kannst du da irgendwas machen? Nee, gell? Kann ich hier irgendwas machen? Warte mal. Hä, was habe ich jetzt gedrückt? So, warte mal. Beobachten. Was ist denn hier? J? Keine Ahnung. Beobachten. Andenken an Oscar. Aha. Was ist das? Okay, warte mal. Zurück. Escape? Nein, Escape ist es nicht. Zurück. wir haben hier aber nichts zu beobachten. Gut, das heißt, wir können hier wieder... Ja, toll. Und was kann ich jetzt hier machen? Ich kann wirklich nur da was gucken. Okay, haben wir hier sonst noch irgendwo eine Tür? Eigentlich nirgends, gell? Ich kann hier auch nichts angucken. Da ist eine super.
Ah, okay. Da ist noch eine Tür. Können wir hier irgendwas machen? Nee, gell? So, was ist das? Das kann ich zum Glück eh nicht drücken. Okay. Was? Hallo, ist jemand da? Ich glaube nicht, dass dich jemand hört, Kate Walker. Versuch es mit der Ruftaste neben der Tür. Mhm. Da ist man eingesperrt. Was ist das denn für ein Scheiß? Nichts. Sie funktioniert nicht, Kirk. Hm. Neulich habe ich gesehen, wie das Personal sie benutzt hat. Sieh dir den Mechanismus an, Kate Walker. Vielleicht kannst du ihn wieder in Gang setzen. Fest verschraubt. Ja, und wir finden jetzt wo so ein Ding? Warte mal. Wir haben doch hier irgendwo so Sachen gefunden, oder nicht? Aber ich kann hier ja gar nichts angreifen. Hallo, kommst du hierher bitte? Also jetzt bin ich echt überfragt. Ich kann hier nichts angreifen, nichts anschauen, nichts machen und tun. Weißt du, wenn ich hier das Messer nehmen könnte... Warum liegt eigentlich bei einer Suppe ein Messer? Hm. Fest verschraubt. Ja, schön. Und jetzt? Aha. Aha. Diese Zeichnung zeigt, wie man die Ruftaste aktiviert. Aber ich kann nichts tun, wenn ich nicht an den internen Mechanismus rankomme. Durchsuch das Zimmer. Ich bin sicher, du findest etwas, mit dem du ihn öffnen kannst. Ja, ich hätte ja schon was gefunden. Ja. Oh, jetzt kann ich das hier mal angucken. Wir nehmen gleich das Messer hier. Das sollte klappen. Versuch jetzt, die Ruftaste zu reparieren. Ja, aber zuerst möchte ich noch da hinten gucken. Da war doch auch was, oder? Oder habe ich das jetzt verpasst? Ach Gott. Also war da hinten wohl nichts drin. So. Warte mal, wie geht das jetzt? So, also wir müssen das rausschrauben. Das ist mal klar, runter und dann der obere gehört hier rechts hin und der untere links. Okay. So, und jetzt, wie können wir das hier... nein, also mit Rechtsklick geht das nicht. Wie komme ich denn da rein? I. Ah, I war es. Okay. Das hier sollen wir... verwenden. Aha, okay, das geht. Hä, muss ich da irgendwas machen? Aha, okay, da muss ich aber... Ach du Scheiße. Uah! Warum sagt mir das dann keiner? Uah! Was ist das denn für ein Scheiß? Gut. Mal sehen, ob ich den Mechanismus reparieren kann. Wenn du nicht sicher bist, könnte die Zeichnung von vorhin vielleicht weiterhelfen. Das ist seltsam. Der Draht scheint absichtlich entfernt worden zu sein. Aha. Ja, aber das ist ja trotzdem falsch, oder? Aha, okay. So funktioniert das hier also alles. Ja, und jetzt kann ich das wieder immer zurück. Machst du das jetzt zu? Hallo? Wie funktioniert das jetzt? Wollen wir nochmal ESC? Aha, jetzt. Okay, jetzt kann ich das hier... Nein, kann ich nicht. Hilfe! Warte mal, I? Habe ich nicht eine Schraube? Ja, wie bringe ich das jetzt wieder zu?
Ist ja schön, dass ich das aufbekomme, aber zu würde ich es halt auch gern bekommen, gell? Ja, es bringt ja nichts, wenn ich mir das angucke. Ich habe es ja schon repariert. Aha, so funktioniert das. Okay. So, jetzt können wir hier... Muss ich das jetzt zuschrauben oder nicht? Hält das jetzt ohne Schraube? Echt jetzt? Endlich. Gut, jetzt muss ich nur noch einen Aufseher finden. Gut gemacht, Kate Walker. Ich ruhe mich etwas aus. Kommen Sie doch nochmal vorbei, um sich zu verabschieden, wenn Sie gehen. Okay, also das ist unsere Tür. Da will ich jetzt aber erstmal nichts machen. Jemand sollte mal mit der Wartungsabteilung reden. Hä? Aha, okay, mit dem. Jemand sollte mal mit der Wartungsabteilung reden. Da hat es keinen Sinn, mit dem zu sprechen, okay. Was haben wir denn hier noch? Aha, okay. So kann ich das auch steuern. Sehr interessant. Das Licht, der Wind, die Hitze. Ich fühle sie immer noch. Ich träume jede Nacht davon. Aha, okay. Da ist ein Aufzug. Mhm. Mhm. Wo bist denn du jetzt hin? Da? Kann ich mit dir reden? Nee, kann ich nicht. Warte mal. I? Haben wir das Messer noch? Es funktioniert nicht. Aha, okay. Das funktioniert nicht. Passt. Dann gehen wir hier mal zurück. Nee, warte mal. Was konnte ich? Da konnte ich auch noch was machen. Vogelautomaten? Vogelautomaten. Jo, das heißt, Hans war vermutlich auch hier irgendwie so. Den Aufzug brauche ich jetzt aber noch nicht. Den möchte ich jetzt noch nicht. Ich habe versucht, Ihnen zu sagen, dass es mir besser geht. Aber Sie hören mir nicht zu. Mhm. Okay, das ist halt schlecht, gell? Aber mit dem habe ich schon gerechnet, weil die Tussi da ganz am Anfang, die kam mir eh schon sehr, sehr unangenehm vor, muss ich ehrlich sagen. Komme ich hier irgendwo hin? Nein. Was haben wir hier? Dr. Irgendwas? Da haben wir diese hier. Aha, okay. Haben Sie auch Mammuts gesehen? Sagen Sie das dem Personal, dann glauben die mir endlich. Und haben Sie auch Drachen gesehen? Nein. Mammuts ja, Drachen nein. Tut mir leid, da kann ich dir nicht weiterhelfen. So. Dann... Also die Steuerung ist hier ein bisschen seltsam, muss ich sagen. So, warte mal, wo sind wir denn hier? Genau, wir können jetzt hier mit den Leuten reden. Aha. Hallo. Und wer bist du? Ja, mit wem haben wir die Ehre? Mhm. Mein Name ist Kate. Kate Walker. Kate. Kate Walker. Das klingt, als wärst du nicht von hier. Ja. Wie bist du denn hierher gekommen, Kate Walker? Die Yukol haben mich hergebracht. Die Yukol? Hühnerdiebe?
Idiotische Halunken, die die Straßen von Walsembourg verschandeln. Ja, und jetzt kommen sie, um ihr schmutziges Werk zu verrichten. Ich nehme an, ihr meint Kirk? Seit 20 Jahren sind wir in dieser Klinik. Seit unserer Rückkehr aus Baranur. Hör zu, das hier war immer eine gehobene Anstalt, muss ich sagen. Also waren wir ziemlich enttäuscht, dass Madame Olga jetzt diese verkommenen Ganoven aus dem Norden hier reinlässt. Komm schon, Anton, komm schon. Madame Olga weiß schon, was sie tut. Sie muss ihre Gründe dafür haben, dass sie diese dreckigen Zwerge hier reinlässt. Also seid ihr wirklich schon 20 Jahre lang hier? Ja. Zuerst wurden wir zusammen mit ein paar Kumpels zur Beobachtung da behalten nach dieser verdammten Mission nach Baranur. Leon und ich sind praktisch die Letzten, die noch hier sind. Wir wissen zu viel darüber, was mit den anderen geschehen ist. Ich muss sagen, manche von denen ging es ziemlich schlecht. Zum Glück kümmert sich Dr. Olga gut um uns. Sie fassen uns wirklich mit Samthandschuhen an. Ja, sie kümmert sich gut um uns. Sie ist eine echte Dame. Baranur. Was ist denn Baranur? Ein Ort. Ein verdammtes Drecksloch. Was meinst du damit, Anton? Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe, Kate Walker. Die Vergangenheit sollte man ruhen lassen. Okay. Könnt ihr mir bitte sagen, wo der Ausgang ist? Dort. Aber du kannst nicht gehen, bevor du mit Dr. Mangoling in seinem Büro gesprochen hast. Ja? Er kann beurteilen, ob du geheilt bist oder nicht. Dann verabschiede ich mich jetzt. Wiedersehen. Man sieht sich, Kate Walker. Na, ja? Hoffentlich nicht. Man sieht sich. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. So, jetzt schauen wir noch da hinten hin. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Da kann ich auch nichts machen, gell? Da kann ich auch nichts machen. Gut, dann schauen wir jetzt mal hier zum lieben Doktor irgendwie rein. Um Gottes Willen, Alter, das ist ein Gestalten da. Ah, Sie sind wach, Nummer 10. Was kann ich für Sie tun? Ja. Ich denke, ich bin geheilt. Also würde ich jetzt gerne gehen. In Ihrem Zustand scheint mir das etwas verfrüht und recht unvernünftig, Nummer 10. Nummer 10. Ich habe einen Namen. Ich bin keine Nummer. Mein Name ist Kate Walker. Ich würde es schätzen, wenn Sie mich mit meinem Namen ansprechen, Doktor. Da haben wir es. Die Aggressionen, die Sie an den Tag legen. Ich fürchte, das sind die Folgen eines schweren Traumas. Also weigern Sie sich, mich zu entlassen? Oh, natürlich nicht, junge Frau. Ich habe nicht die Absicht, die Vorrechte meiner Stellung zu missbrauchen. Trotzdem müssen Sie zuerst eine Reihe von Tests durchlaufen, die zeigen sollen, ob Sie voll genesen sind. Verstehen Sie? Setzen Sie sich bitte. Ich? Hier drauf? Ja, ja. Nur keine Angst. Ich will ja nichts sagen, aber bei den Leuten kann man... Bei den Leuten kann man nur Angst bekommen. Machen Sie sich keine Gedanken wegen der Gurte. Eine reine Formsache gemäß dem Behandlungsplan, den unsere Leiterin Dr. Olga eingeführt hat. Aha. Und jetzt? Gut, wir können anfangen. Sagen Sie mir Ihren Vor- und Zunamen. Ihr Alter und Ihr Geburtsort, bitte. Eigentlich, aber Sie haben einen Reisepass, gell? Bitte antworten Sie mir. Ja, dann mein Name ist wir Kate halt. Walker. Ich bin in New York geboren und werde dieses Jahr 30. Gut, gut, junge Frau. Bis jetzt scheint mein Gerät Ihre Aussagen zu bestätigen. Sie benutzen einen Lügendetektor? Bitte hören Sie auf, sich Sorgen zu machen und erzählen Sie mir etwas von Ihren Freunden und Ihrer Familie. Verstehen Sie sich gut mit ihnen? Mmh.
Wir haben uns zerstritten? Nein. Nein, ich habe den Kontakt zu Ihnen abgebrochen. Ich habe seit Wochen nichts von meiner Mutter gehört. Und Dan, mein Ex-Verlobter, hat mich für meine beste Freundin Olivia verlassen. Sie scheinen in Chaos und Anarchie zu versinken, Frau Walker. Steht dieser Hang zur Unordnung mit Hans Vorarlberg und Oskar in Verbindung? Im Delirium haben Sie ausführlich von den beiden gesprochen. Aha. Ich habe sie nach Sibiria begleitet. Oskar war eine Art Automat. Ein ganz besonderer. Sehr raffiniert. Manchmal hatte ich fast das Gefühl, er ist lebendig. Er wurde von Hans Vorarlberg entwickelt. Hans war ein Genie. Der letzte einer alten Dynastie von Präzisionsmaschinenfabrikanten. Wir haben eine lange Reise zusammen unternommen. Bis wir auf eine kleine Insel kamen, die Sibiria genannt wurde. Hans wusste, dass dort noch eine Herde Mammuts aus prähistorischen Zeiten lebte. Hans war besessen von Mammuts. Mammuts. Man stelle sich vor. Es ist eine seltsame Geschichte, das gebe ich zu. Aber ich versichere Ihnen, es ist wahr, Doktor. Ehrlich gesagt, Frau Walker, interessiert mich hauptsächlich, dass Sie auf Ihrer Reise mit den Yukol in Kontakt kamen. Die Nomaden, die Sie hierher nach Valsembor gebracht haben. Was haben wir Ihrer Meinung nach von diesem primitiven Volk zu fürchten? Von diesen Wilden, die weder Gesetz noch Grenzen zu kennen scheinen und sich der Zivilisation und der Sesshaftigkeit verweigern? Ich glaube, Doktor, dass die Yukol in Einklang mit der Natur, mit Zeit und Raum leben. Sie haben keinen wirklichen Grund, ihre Art zu leben zu ändern. Was für ein hervorragendes Beispiel für den typisch amerikanischen Idealismus. Vielleicht sollten Sie so schnell wie möglich nach New York zurückkehren. Der Meinung bin ich auch. Ich bin sicher, Ihre brillanten Ideen werden dort gebührend geschätzt. Du Arschloch. Verstehe. Auch Ihr Schweigen ist gewissermaßen eine Antwort, Frau Walker. Also haben Sie vor, Ihre Reise durch unser Land fortzusetzen. Ein gefährliches Unterfangen und so ganz ohne Ziel und Zweck. Schade, wo Sie als brillante Rechtsanwältin sicher eine strahlende Zukunft erwartet hätten. Das ist nicht Ihre Entscheidung, Doktor. Im Übrigen, denke ich, hat sich in dieser gesamten Befragung gezeigt, dass ich unter keinerlei psychologischen Nachwirkungen meiner Verletzungen leide. Daher möchte ich gerne, dass Sie mich jetzt entlassen. Natürlich, natürlich. Bitte bleiben Sie ruhig, Frau Walker. Tut mir leid, aber ich bin es nicht gewöhnt, so ausgefragt zu werden. Vor ein paar Jahren hätte ich Sie noch ganz anders befragt, Frau Walker. Ich gestehe, ich hänge den guten alten traditionellen Methoden immer noch nach. Das glaube ich. Sie sind eine der letzten Vertreterinnen einer verschwindenden Welt, Frau Walker. Einer zerrütteten Welt, die niemand vermissen wird. Dieser Schlüssel ist wie Sie. Unstrukturiert und unkontrollierbar. Wenn Sie einen Weg finden, mit seiner Hilfe dieses Stockwerk zu verlassen, haben Sie bewiesen, dass Sie endgültig geheilt sind. Ich hätte gerne meine Sachen zurück, bevor ich gehe. Sie finden sie dort. Wo ist denn dem Kosten drinnen? Ach du Scheiße. Na gut, ich mache hier jetzt erstmal einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und schauen zu, ob ich es in der nächsten Folge schon schaffe, dass ich aus dieser Anstalt rauskomme. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das echt unheimlich. Verdammt unheimlich. Aber gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.